Ich möchte, dass Sie im Auto bleiben, nur für den Fall, dass ich da Ärger kriege. Ich möchte ungern hier bleiben, Michael. Schon gut. Kit leistet Ihnen Gesellschaft. Wer ist Kit? Das kleine Computerteil. Oh, bitte entschuldige. Nur allen zu erklären, wer du bist, ist ja wirklich nicht leicht. Das nächste Mal, wenn Sie Schwierigkeiten haben, fragen Sie einfach mich. Ich weiß genau, wer ich bin. Danke, ich werde es mir merken. Warten Sie hier. Oh. Jane, nach meinen Informationen sind Sie auf die Stanford-Universität gegangen, ja? Das ist richtig. Ein Teil meiner Schaltkreise wurde dort entwickelt. Ausgezeichnete Schule. Sie kannten dort wohl keinen der führenden Ingenieure? Kann ich Ihnen helfen? Oh ja, wahrscheinlich, ja. Wissen Sie, das hängt davon ab, ob Brian Ohndorf in seinem Büro ist oder nicht. Ja, er ist da. Haben Sie eine Verabredung? Nein, aber Brian und ich sind alte Freunde und ich dachte, ich komme mal vorbei und sag guten Tag. Verstehe. Wissen Sie, wir sind zusammen marschiert, um die Wälder zu retten. Das waren noch Zeiten. Wollen Sie sich nicht setzen? Okay, danke. Was ist, Kate? Da ist ein Mann, der sagt, dass er ein alter Freund von Ihnen ist. Kennen Sie ihn, Brian? Ich habe ihn noch nie vorher gesehen. Und was soll ich jetzt tun? Halten Sie ihn hin, Kate. Okay? Er wird in einer Minute hier sein. Möchten Sie vielleicht etwas trinken? Einen Saft vielleicht? Einen Orangensaft, danke. Mann flüchtet! Er ist jetzt hinter dem Gebäude. Ich habe ihn auf dem Bildschirm. Ja, verfolg ihn! Kate, was tust du? Ich setze mein selbstständiges Verfolgungssystem ein. Sie können es auf dem Bildschirm sehen. Das glaube ich einfach nicht. Freundlicherweise Kit sagen, er soll ihn freilassen. Okay, Kit, fahr zurück. Jane, was bedeutet das alles? Alles in Ordnung, Brian. Die gehören zu mir. Wieso sind Sie abgehauen? Ich dachte, Sie wären einer von den Gangstern. Welche Gangster? Wir haben Anrufe gekriegt. Sie drohten uns, wenn wir nicht aufhören, gegen Forbes Gesetz zu protestieren, würden sie uns töten. Was, Sie auch? Ja. Jemand ist in das Büro eingebrochen und hat alles durchsucht. Die haben alle Akten vernichtet. Und als ich sie in den Karteikästen wühlen sah, kriegte ich Angst. Entschuldigen Sie. Schon gut, jetzt weiß ich ja, dass wir auf der gleichen Seite stehen, Sir. Brian, was haben die aus Ihrem Büro gestohlen? Nicht viel, ein paar Spendengelder. Nur um es wie ein Raub aussehen zu lassen, vermute ich. Und das ist alles? Ach ja, meine Kreditkarten, die sind auch weg. Wissen Sie, es gibt irgendjemand, der partout will, dass dieses Stromgesetz verabschiedet wird. Er kommt. Knight Rider.